Herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Wir kämpfen jetzt gegen die Bestie. Und da müssen wir erstmal gucken, dass wir hier so einen... Eieiei. Okay, alles klar. Dann nehmen wir hier mal den schnellen Kampfstil. Den haben wir auch schon. Und wir machen hier erstmal die kleinen Bergästen kaputt. Mal, dass wir das hier irgendwie überleben. Okay, die Schwalbe wirkt auch gar nicht mehr. Wir werden sterben. Bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich noch eine Schwalbe trinke. Wir nehmen so viel Schaden. Das ist halt das Doofe, dass diese Tränke einfach nur Schaden über Zeit machen. Nicht Schaden über Zeit. Heilen, ne, über Zeit. Nicht direkt der Balken wieder gefüllt wird. Warum? Was? Oh Gott, jetzt müssen wir diesen ganzen Kram nochmal machen. Nein. Seit Anbeginn der Zeit. Kann ich das jetzt nicht? Doch, kann ich überspringen. Sehr schön. Okay, dann trinken wir als erstes eine Schwalbe. Dann wechseln wir mal auf den Gruppenkampfstil tatsächlich. Okay, und jetzt können wir auf... Na, weiß ich nicht. Was brauchen wir gegen den? Den Starken? Irgendwas ist gerade. Bisschen doof, ich kann nichts machen. Jetzt kann ich wieder. Okay, wir haben es geschafft. Die Bestie ist erlegt. Jetzt kommt... Bestie Teil 2. Ich glaube, hier könnte der Gruppenkampfstil helfen. Oder auch nicht. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant. Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel. Ja, wir bleiben mal bei dem... Eben hatte er noch so eine kurze, also noch so eine große, er ist ja so schnell zurückgewichen, ne? So, der Geistliche ist tot. Jetzt noch Odo. Bei Mikul haben wir noch, vielleicht können wir gegen den noch würfeln. Okay, wir haben sie alle erledigt. Oh, lohnt sich. Freibrief, jawohl. Den brauchen wir, den Freibrief. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Ich wählte das kleinere Übel. Schade, dass ihr so denkt. Lebt wohl. Tschüss. Okay. Ach, wir müssen erst noch Shani mitnehmen, ja. Da war was. Was haben wir hier? Hauch des Jenseits. Spezielle alchemistische Zutat. Interessant. Nehmen wir natürlich das ganze Zeug noch mit. Dann müssen wir als nächstes ins Gasthaus gehen. Wir hatten auch wieder ein Level Up. Achso, und was mich auch noch interessieren würde: Würfelspiel hier, das geht noch. Das Geheimnis haben wir auch wieder ein bisschen was bekommen. Geheimnis der Hexe haben wir noch was bekommen. Aber ja, Mikul ist der Einzige, der noch überlebt hat.
da los? Ein Ghoul läuft da rum. Den möchte ich jetzt eigentlich nicht so gerne über den Weg laufen. So viel dazu, dass wir das Ghoul-Problem gelöst hätten. Höhö, haben wir nicht. Aber hier ist ja das Tor. Passt schon. Hier ist alles sicher. Fertig machen und aufs Ohr hauen. Genau. So, Shani steht hier rum. Geralt, geht es euch gut? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin in Ordnung. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Vizima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Das sind wahrlich keine angenehmen Zeiten, Geralt. Die Pest, drohende Kriege. Dennoch bin ich verblüfft. Wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Alles, was sie dafür brauchten, war Hass, Niedertracht und Gier. Klingt wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Lasst uns gehen. Vizima wartet. Alles klar, ich muss das Tor nach Vizima erreichen und mit Migul sprechen. Jawohl, dann können wir vielleicht auch nochmal mit ihm würfeln. Aber das möchte ich dann doch lieber bei Tag machen. Denn, genau, Level Up und die Monster laufen hier rum. Dreimal Bronze. Ja, vielleicht sollten wir hier Gruppenstahl nochmal gucken, ob wir da was erhöhen können. Oder diese beiden erstmal. Schaden plus 40%. Schmerz plus 30%, ja. Schaden plus 20%. Das ist schon ganz gut. Ist zum Morgen geraunt. Ja, Schade. Wir gehen jetzt los. Ach ja, momentan. Ich gehe noch mal kurz ans Feuer. Viele Stunden später. Ja, wir können jetzt gehen. Sieht auch nicht so aus, als hätte Shani auf uns gewartet. Ah, wir haben sie sitzen lassen. Tja, ich hoffe wirklich, dass wir dann noch gegen ihn würfeln können. Da ist das Müllertor. Okay, wir müssen dann hier einmal ganz normal nochmal lang. Noch ein letztes Mal hier durchs Dorf laufen. Und dann haben wir hier den ersten Bereich des Spiels auch abgeschlossen. Ach ja, hat Charlie auf uns gewartet. Vielleicht hat sie sich auch nochmal hingelegt. Hier gab es aber auch ein ganz schönes Gemetzel. Alle tot. Heftig. Tja, seid Freigänse. Heißt aber natürlich auch, euch füttert keiner mehr. Die Ratten kommen schon raus. Ja, so richtig sauber ist das mit dem Blut hier nicht, ne? Das ist dann halt doch wieder Mod. Nein, wir wollen uns nicht beschweren. Wir wollen uns überhaupt nicht beschweren. Das ist super, dass es Leute gibt, die das Spiel dann auch mal wieder ein bisschen schöner machen. Sind auch schon ein paar Jährchen alt und war ja auch das erste Spiel, glaube ich, oder eins der ersten. Ich weiß gar nicht, wie es mit CD Projekt war. Haben die nur Witcher gemacht oder haben die vorher auch andere Sachen gemacht? Weiß ich gar nicht. Aber das hier war auf jeden Fall das erste Witcher. Und das ist auch noch keine eigene Engine von ihnen gewesen. Ich weiß gar nicht, eine haben sie benutzt. Ich weiß nicht genau, welche das war. Könnte sein, dass das die von Dragon Age ist. Aber könnte mich da auch täuschen. Gefährliches Halbwissen. Vizima liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir.
Und hier wird nochmal gesagt, du kehrst hier nicht wieder zurück. Aha. So, aber erstmal wird gewürfelt. Haha, das ist wichtig. Ach schön, hier auch mal ein anderer Hintergrund. 3 Fünfen, das fängt ja schon mal richtig gut an. Das kriegt Mikul. 2 Paar. Und da können wir nochmal erhöhen. 3 gleich ist ja auch nicht besser. Ja, wohl, da geht er auch nicht mit. Damit haben wir das Spiel gewonnen. Nächste Runde. Wieder 3 gleiche. Mikul hat wieder 2 Paar. Wir gehen mal wieder auf 12. Aber diesmal, ja gut, er muss ja, ne? Sonst hat er ja, ist er ja raus. Dann würfeln wir. Vielleicht kommt ja noch eine 2 dazu. Ne, kommt nicht. Wir bleiben bei dem Drilling. Ja, kann schon sein. Er hat jetzt 2 4. Aber er kriegt es nicht. Perfekt. Damit haben wir gewonnen. Und die Quest erfolgreich geschafft. Jetzt geht es darum, richtige Profis zu finden. Na gut. Aha. Mikul, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikul. Und wo ist jetzt Shani eigentlich hin? Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Aha, Verrat. Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Okay. Interessante Wendung. Kapitel 2. Hey! Lasst mich hier raus! Ich bin unschuldig! Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens! Ich will nicht bei den Politischen sein! Politik weicht einem das Hirn auf! Ich bin ein anständiger Dieb! Lasst mich raus! Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich! Dieb, genau. Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös. Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen. Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse. Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch. Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Ach was, der Professor. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer, wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. So, müssen wir jetzt kämpfen hier, oder was?
Nur keine Aufregung. Okay, hier sind Gefangene. Ein Elfengefangener. Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Ich habe Spiele schon immer gemocht und Jesro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Ja, immer her damit. Ja, das auch nicht ausnehmen. Wird Geld verloren? Oh, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Nur zwei Einsen gewürfelt. Er hat zwei Sechsen. Ja, komm. Wir akzeptieren das Gebot. Und würfeln diese drei nochmal und hoffen auf eine Eins mindestens. Nee. Das haben wir verloren. Müsste er gar nicht würfeln. Hat so schon gefangen. Kriegt sogar noch eine Sechs. Full House. Bam. Ist so eine. Das ist halt reine Glückssache hier, ne? 2-2, 2-4. Das hören wir. In der Hoffnung, dass er rausgeht. Gefallen tut er uns nicht. Wir würfeln die 1 nochmal. Müssen auch eine 2 oder 4 hoffen. Chance zum Drittel. Ja. Wahrscheinlich ist es da sogar besser auf drei Würfel rauszunehmen und zu hoffen, noch mal einen gleichen zu würfeln. Ja, und wir haben verloren. Hört zu, ihr Maden. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Sehr witzig, Hexer. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Welcher Typ? Juhu! Dieser Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe, bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte. Sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel. Okay. Erster Schritt. Den Schurken fertig machen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir mal, wie wir hier aus dem Knast wieder rauskommen. Na gut, der Weg ist ja eigentlich schon vorgezeichnet. Bis dann.